Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video Review. Heute mal kein Videospiel, sondern ein richtig sinnvolles Zubehör. Es geht um die Wii U. Wir alle kennen das ja, wenn man ein richtig gutes Wii U Spiel spielt, wie Lego City Undercover oder The Legend of Zelda oder was weiß ich was, dann ist es oft so, dass gute 3 Stündchen vergehen und das Gamepad schon wieder seine Leistung verliert. Ne? Dann ist es wieder leer, dann muss man es wieder anschließen zum Laden und dann muss man sich überlegen, hey, spiele ich das jetzt mit Stromanschluss parallel oder lasse ich das Gamepad aus, lasse die Wii U aus und warte, bis im Endeffekt der Strom oder der Akku wieder komplett aufgeladen ist und setze dann mein Abenteuer fort. Ja, mich nervt das immer so ein bisschen. Ich spiele dann zwar immer mit dem Stromstecker drin, aber das Beste ist es für das Gamepad ja auch nicht. Jetzt ist es so, dass Snakebite eine Lösung parat hat. Und zwar hat Snakebite das Power Pack für die Wii U veröffentlicht. Das ist im Endeffekt ein Akku, den man in das Gamepad einsetzt. Und ja, das soll dann im Endeffekt 66% mehr Power garantieren und somit fast 6 Stunden Spielspaß, bevor der Akku wieder leer ist. Snakebite war so nett und hat mir dann ein Exemplar des Power Packs zur Verfügung gestellt und ich habe es dann schon mal ausgiebig getestet. Ich habe das Ding seit ein paar Tagen hier, habe es natürlich sofort ins Gamepad verbaut und ja, wie das geht, zeige ich euch jetzt einfach hier. Ich blende das jetzt hier ein. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt natürlich einmal das Gamepad und einmal dieses Power Pack. Was ihr jetzt tun müsst, ihr müsst einfach nur das Gamepad erstmal umdrehen, ne? Dann seht ihr ja da den Akku. So, jetzt macht ihr dieses Powerpack auf. In diesem Powerpack liegt nämlich dann der neue Akku von Snakebite und im Endeffekt ein ganz kleiner Schraubenzieher. Mit diesem Schraubenzieher schraubt ihr einfach die 2 Schrauben auf dem Gamepad, macht die Klappe auf und entnehmt im Endeffekt den Original-Akku von Nintendo. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr da diesen Stecker zieht und dann diese Batterie entnehmt. Das war's im Endeffekt. Jetzt nehmt ihr halt den Snakebite-Akku heraus, tut den rein, schraubt die beiden Schrauben wieder zu mit dem kleinen Schraubenzieher und ganz, ganz wichtig, ihr habt so ein Open- und Close-Switch, so ein Knopf, so ein Hebel. Und diesen müsst ihr dann zack nach Close setzen. Dann funktioniert der Akku nämlich auch ganz normal mit dem Gamepad. Das war's auch schon, die Arbeit ist erledigt. Jetzt geht ihr nur noch hin und schließt eure Wii U an. Und das sieht dann quasi so aus. Und wie ihr seht, das Gamepad funktioniert damit 1A. Der Akku hat von vornherein Power. Ich bin aber trotzdem mal hingegangen und habe ihn mal komplett aufgeladen, bis also die Leuchte auf dem Gamepad nicht mehr leuchtet. Das hat bei mir gute 2 Stunden gedauert, bis der Snakebite-Akku komplett voll war. Und ja, dann habe ich gespielt. Dann habe ich richtig lange gespielt. Ich habe 3-4 Stunden Deus Ex Director's Cut gespielt. Ich habe The Legend of Zelda nochmal gezockt ein bisschen, habe mir noch ein paar Herzteile geholt. Ich habe Sonic Lost World gespielt. Also ich war schon so gute 5-6 Stunden dran, natürlich mit Pause dazwischen. Also die Wii U war dazwischen mal aus. Und ich kann sagen, das Ding erfüllt tatsächlich seinen Job. Also der Akku ist locker 5-6 Stunden voll, das Gamepad läuft ohne aufgeladen zu werden. Das ist super geil. Und ich war anfangs sogar selber ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich so funktioniert. Aber ich kann es euch hiermit bestätigen. Das Ding ist wirklich, wirklich sinnvoll. Ich lade das Gamepad jetzt alle 5-6 Stunden auf. Diese Vollaufladung dauert zwar dann wieder 2 Stündchen, aber im Endeffekt könnt ihr dann ohne Stromkabel ganz getrost wieder eure 6 Stunden zocken. Ihr könnt natürlich auch, wie bei dem alten Akku oder bei dem Original-Akku von Nintendo auch, das Stromkabel da dran pinnen und auch mit Stromkabel weiter als 6 Stunden spielen. Aber faktisch ist, dass Snakebite hier unten auf jeden Fall nicht lügt. Es ist tatsächlich so 66% mehr Power und wirklich 6 Stunden Spielspaß ohne den Strom anzuschließen. Das ist wirklich, wirklich geil. Somit kurz und bündig, ich kann das Powerpack von Snakebite tatsächlich empfehlen. Das erfüllt seinen Job. Alle, die eine Wii U haben und denen das tatsächlich auch so auf den Keks geht, die können getrost zugreifen. Jeder, der aber sagt, ich spiele nie mehr als 2 Stunden mit der Konsole, die können natürlich weiterhin bei dem Original Nintendo Akku bleiben. Ansonsten, wie gesagt, alle, die mehr haben wollen, können beim Snakebite Powerpack definitiv zugreifen. Eine ganz, ganz, ganz klare Kaufempfehlung von mir, weil es einfach funktioniert. Ja, das war's also für dieses Mal mit diesem kleinen Hardware-Review. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Das ist ein sinnvolles Teil. Kauft es euch, wenn ihr tatsächlich so ein Powerplayer seid wie ich. Das nächste Mal sehen wir uns wieder mit etwas mehr Gameplay und einem neuen Videospiel, einem neuen Review dazu. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.